Neues vom Känguru. Mit Marc-Uwe Kling. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund von Tralala hält der Zug für Gleis 12 heute abweichend auf Gleis 1. Der für Gleis 1 hält auf Gleis 23 und der für Gleis 2 hält auf Gleis 12. Auf allen anderen Gleisen halten die Züge in umgekehrter Wagenreihung. Sofort wuseln alle Menschen im Bahnhof durcheinander. Einige Momente später knackt der Lautsprecher wieder. War nur ein Scherz. Na, der hat ja einen Humor, sagt das Känguru. Im Ernst, aufgrund eines Personenschadens am Bahnhof blablablub feiern wir heute den Alles-spielt-verrückt-Tag. Steigen Sie einfach in irgendeinen Zug und lassen sich davon überraschen, wo Sie landen. Hat sich wieder mal einer vor den Zug geworfen, seufzt sich. Ein Soldat in Uniform hechtet auf den Bahnsteig. Als er keinen Zug sieht, sondern nur Gewusel, fragt er: Was ist denn hier los? Terror, Terroranschlag. Was ist denn das für eine Art? Fährt ihn das Känguru an. Nehmen Sie Haltung an, wenn ein Offizier anwesend ist. Und es deutet auf mich. Er zuckt zusammen und stellt sich auf. Jawohl. Jawohl, Herr Hauptmann, sag ich. Jawohl, Herr Hauptmann. Und nun? Krapotke ließ sich auf seine Uniform. Krapotke, was ist Ihr Anliegen? Terroranschlag, Herr Hauptmann. Bilden Sie ganze Sätze, Mann, brüllt das Känguru. Terroranschlag, wie wär's mit einem Verb? Krapotke zögert. Hat's hier einen Terroranschlag, Herr Hauptmann? Fragt er schließlich. Hat's? Frage ich grimmig. Ja, hat's. Das war ein sogenannter Selbstmordattentäter, Krapotke. Ein Attentäter auf meine Nerven. Und ich schüttle den Kopf. Immer diese depressiven, Krapotke. Könnten doch vom Reichstag runterspringen und dabei schreien, es ist ein Schweinesystem. Aber nein. Es muss ja ein Zug sein, sagt Krapotke. Falsch, Krapotke, sag ich. Nicht ein Zug, mein Zug. Und was machen wir jetzt, Herr Hauptmann? Na, Sie machen erst mal ein paar Liegestütze, Krapotke. Wie viele, Herr Hauptmann? Na, bis ich sage, es reicht, Krapotke. Jawohl, ruft Krapotke und geht auf den Boden. Herr Hauptmann. Eins, zwei, drei, vier. Zählt das Känguru und marschiert die sehr kurze Reihe seiner Rekruten auf und ab. Wo wollen Sie überhaupt hin, Krapotke? Frag ich. Konferenz, Herr Hauptmann, presst Krapotke hervor. Bilden Sie ganze Sätze, Mann, brüllt das Känguru. Was für eine Konferenz, Krapotke? Frag ich. In Wannsee, Herr Hauptmann, zur Zukunft der Armee, Herr Hauptmann. Ein wenig unsensibel, eine Militärkonferenz ausgerechnet in Wannsee abzuhalten, sag ich. Finden Sie nicht auch, Krapotke? Wegen den Touristen, fragt Krapotke. Da rollt ein Zug aufs Gleis, der vielleicht nach Wannsee fährt. Wir steigen ein, während Krapotke noch Liegestütze macht. Hast du eigentlich einen Picknickbeutel gepackt? Frag ich das Känguru. Planänderung, sagt es und zieht eine Uniform aus seinem Beutel. Zeit für einen Antiterroranschlag, Herr Hauptmann. Fortsetzung folgt. It's Fritz.